Hallo zusammen. Da bin ich wieder. Ich habe hier einen frischen Tee. Und wir befinden uns hier im Haus Vulkan. Ich bin da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, noch ein bisschen draußen rumgeirrt. Ich glaube, es war hier. Bin dann erstmal in die falsche Richtung gelaufen, bin dann hier oben rausgekommen. Und als ich dann durch diese Tür schritt, dachte ich, okay, jetzt muss ich euch dazu holen. So, ich habe mich auch nicht weiter bewegt als hier bis zu diesem Feuer. Und hier stehen so zwei Dudes, beziehungsweise der eine steht, der andere sitzt. Und mit denen reden wir jetzt mal. Aren't you precocious? We rarely receive visitors to the Volcano Manor without invitation. Fascinating. And not unlike another guest we had long ago. So tarnished. Have you ever harbored doubts about the burden of grace and the dogmatic ramblings of the Fingers? If you have, why not join the Volcano Manor and fight with us, rise with us against the Erdtree? Your decision is most welcome. Now you belong to the Volcano Manor family. The drawing room lies down the hall. Make yourself comfortable. I am Tanith, the proprietress of this house. An honor to have you. The drawing room is through the hall. Use the key I handed. Und du? Durch den Flur. Stehen hier. Du? Kommt da gerade erst raus? Eieiei. Ein paar. Ich sehe gerade, dass ich hätte besser erstmal ein Level-Up machen sollen. Das ist eine Kette?
ist der Typ aus dem... Ich habe gestern Abend hier ein anderes Gebiet gemacht, so ein grünes. Und da waren Gegner, die haben immer so Nebel geschmissen und der hat sich dann entzündet und ist explodiert. Es war extrem anstrengend. Ich glaube, so eine Asche habe ich gerade bekommen. Okay, was hat es mit dieser Kette auf sich? Das ist der Typ, von dem ich die Waffe habe. Der ist übel. Ich habe jetzt schnell ein Level abgemacht, sicherheitshalber. Sag's ja, der kann's besser als ich. Ach, dieser Typ. Da echt nicht durch? Ja, naja. Kann ich die Mädels dazu rufen oder mache ich das doch? So, wir gucken erstmal hier. Geht weg. Das habe ich doch gerade gemacht, das blöde Vieh. Scheiße. Jawohl. Okay. Mädels Power. Alles klar.
denn hier für Geräusche hier? Blut. Ach na, hallo. Licht da rein. Guck erstmal hier. Moin. Schläft der oder ist es der, den ich kaputt gemacht habe? Aha. Jetzt gehen die weg. Nee, dann kommt mal mit. Dann gucken wir hier mal rein. Hallo. Wieso sind sie so leicht kaputt zu machen? Irritiert mich etwas. Oh ne, echt, ich bin tot? Mist. Das war dumm. Ich will doch zu meinen Runen. Ach, ihr zwei. Aber wie komme ich denn jetzt? Ja, stimmt, hier war das. Noch einer. Ist auch noch einer.
So, jetzt müssen wir ohne die Mädels weiter. Das ist ein Hund. Ja. Hier ist die Tür. Okay. Wo denn? Ich sehe gar keinen mehr. Ich hab ein bisschen die Hose voll. Feuer. Schritte, Fußstapfen, was auch immer, ich höre irgendwas.
höre ich doch. Meine Güte, wenn ich eine Versuche finde. Okay. Was ist das da? Ach so. Verstehe. Necken. Oh shit. Okay. Oh weh, ich will glaube ich gar nicht da runter. Die Mädels widerrufen?
nicht. Raus aus dieser scheiß Lava. Oh Gott, die machen sogar überhaupt keinen Schaden bei denen. Mädels kaputt. Ich komm an den nicht ran, ey. Oh. Jawoll. Ach, wie geil. Okay. Füßchen verbrannt. So, hier bin ich ja... Hä? Bin ich doch hergekommen. Hä? Ach, warte mal. Hä? Hier ist auch ein Aufzug. Was ist denn das für einer? Fuck! Ich hätte nur noch einmal treffen müssen. Mist. Ich wollte nicht wegrollen, dann wäre ich da runtergefallen. Ihr Lieben, ich würde aber die Folge an der Stelle erstmal beenden. Es wird ewig dauern, bis ich mich da wieder hingefunden habe, wo ich gerade war. Aber ich glaube, das sah gut aus. Treppe, Boss, schauen wir mal. Ja, aber ich hoffe, da kommt noch ein bisschen was, damit es nicht nur ein Bosskampf ist. Naja, schauen wir mal. Okay, also ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ja, bleibt schön gesund und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und ich mache gleich weiter. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.